Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen bei Minecraft, dem Treppenbauspiel für den Computer oder so. Ich will ganz kurz den Teil da ersetzen. Moment, ich muss gleich mein Handy kurz auf stumm schalten. Es sieht so aus, als würde wieder jemand etwas von mir wollen. So wie ich geradezu gespammt werde. So, hier machen wir so eine ganz kleine Plattform. Die können wir dann vielleicht mit euch befestigen, dass es dann... dass es nicht schwebt, ne? Genau. Kann ich das... wie sieht es aus, wenn ich das... doch, das kann man machen, ne? So, da würde ich ganz gerne noch einen Block Erde reinklatschen. Nee, irgendwie, ich weiß ja nicht. Außer ich pack da vielleicht einen normalen Holzblock rein, so. Ich muss ganz kurz das Fenster zumachen. Entschuldigung, aber da kam gerade, das war doch sehr laut und unangenehm. Darunter würde die Qualität dieses Let's Plays doch stark leiden. Jetzt ist natürlich die Frage, sieht es dann seltsam aus? Na, das dich muss ich auch noch ganz kurz ersetzen. Wenn die Treppen wieder, die sind ja halt nur drei Blöcke breit. Das heißt, die Treppen, die sind die drei Blöcke und die Stütze ist halt hier. Keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen, ob yay oder nay. Das ist eher ein Nay von mir, weil die Treppe natürlich wieder macht, was sie will. Allerdings kann ich von hier jetzt gut den hier machen. Zack, nein. Zack, die muss ich gleich wieder abbauen. Okay, das geht jetzt aber wesentlich schneller. Ach, wunderbar, wie schnell das geht. Ich hoffe, das sieht am Schluss nicht zu kacke aus. Ah, das ist jetzt doch... Nee, den setze ich doch wieder eins rein. Da kommen doch wieder, wie vorher, die Treppen rein. So, Handy, du hältst jetzt dein Schnauze. Ich bin gerade zu faul, es auf lautlos zu stellen. Ich mache einfach das Internet aus. So, ganz rigoros. Keine Ahnung, ist mir egal. Zack, zack. Natürlich reichen die Treppen, die wir zur Verfügung haben, hinten und vorne nicht. Deswegen müssen wir uns nochmal ganz kurz so hier hochkämpfen. Und genau deswegen baue ich die Treppe. Genau für sowas. Wo habe ich denn... du bist Birkenholz, du bist Eichenholz. Leider nicht sonderlich viel, ne? 10. Naja, hier kann ich noch ein bisschen was von abgeben. Ein bisschen was kriege ich da noch raus. 42. So, das könnte jetzt tatsächlich reichen. Irgendwie mag ich die Plattform hier noch nicht ganz. Irgendwas fehlt dir. Irgendwas fehlt dir. Ich weiß aber noch nicht was. Werden wir früh genug rausfinden. Ah, jetzt wird's wieder dunkel. Egal, das kann ich ganz kurz noch. Das geht ja jetzt schnell. Hoffe ich. Jetzt habe ich gerade einen Lauf. Oh, jetzt. So, zack, zack, zack. Nee, so nicht.
Das gucke ich, wenn es wieder hell ist. Das sehen wir dann, wenn es wieder hell ist. Ich hau mich jetzt erstmal aufs Ohr, bevor da draußen die ganzen Monster spawnen. Da habe ich nämlich relativ überhaupt keine Lust drauf. Das ist jetzt hier, ich bin gerade fertig. Kommt ein Creeper. Zack, bumm. Wie würde es denn aussehen, wenn ich hier ein Geländer rummachen würde? Ich glaube, das hat einen ganz coolen Touch. Das Geländer kann ich jetzt noch nicht da nach oben machen, ne? Ich guck mal, wie es von unten aussieht. Da fehlt wirklich sowas wie ein Geländer, ne? Am liebsten würde ich gerade hier die äußeren Blöcke einfach durch normales Eichenholz ersetzen und ein Geländer hochziehen. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen. Halt, da fehlen noch die Innenblöcke. Moment. Richtig. Das wollte ich. Genau wie das. Ich stelle mich gerade aber auch wieder ein bisschen blöd an. So. Wenn ich jetzt euch... Das ist ja jetzt schnell gemacht. Das Grundgerüst bleibt ja stehen. Das heißt, ich kann das jetzt ganz kurz ausprobieren. Wenn ich die jetzt durch... Moment, was kann ich gerade weghauen? Ein Weizen. Was kann ich noch weghauen? Warum bist du nicht gestackt? Gut, dass wir das geklärt haben. Wenn ich das jetzt so mache und da mit dunklem Holz ein Geländer drum, wie würde das aussehen? Ich glaube, das würde nämlich tatsächlich gar nicht so kacke aussehen. Ich habe jetzt natürlich da keins mehr. Das müsste ich dann hier oben natürlich auch machen. Moment, ich muss mal ganz kurz Zeug bunkern. Fackeln zum Beispiel, Sticks, Schilder, was man halt so braucht. Ah, jetzt könnte ich Sticks wieder gebrauchen, ne? Sehr klug. Nee. Zäune waren so. Ach so, ja, natürlich brauche ich trotzdem Sticks. Ein Stack bastel ich mir mal. So. Und dann machen wir uns jetzt erstmal einen Haufen Zäune. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ich habe das Gefühl, dass wir dann relativ hoch aussehen, ne? Aber ich glaube gar nicht so schlecht. Zack, 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 zack. Dann haben wir halt nur einen Block, den wir hochlaufen können, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wie sieht das denn aus? Dann würde ich hier unten noch Holz reinmachen. Das sieht doch cool aus. Das gefällt mir. Das sieht tatsächlich noch besser aus, als ich erwartet hätte. Ich mag das. Mache ich das hier noch aus Holz, damit wir hier unten halt so eine... Ne? Ihr wisst schon. Dass wir da so eine Dings haben. Dings da Bums. Ihr wisst genau, was ich meine. So. Oh,
Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen am Rumkränkeln. War ja jetzt die letzten Tage krank im Bett gelegen. Gar nicht so geil. Kann ich gar nicht so weiterempfehlen. Krank sein, kriegt für mich den Fail der Woche. So. Huch, was ist denn mit den Chunks los? Seit dem Update, gell? Seit dem 1.3.1. Ist das nur noch am Rumspinnen. So, an dem Geländer kann ich zum einen so machen. Vielleicht mache ich da den Balkon noch ein bisschen größer. Mal schauen. Aber da kann ich sehr schön Fackeln platzieren, die ich drinnen in die Kiste gelegt habe. So viele sind jetzt auch nicht, aber halt euch kann ich stacken. Habe ich noch irgendwas übersehen, was ich stacken könnte, was gerade unnötig viel Platz im Inventar wegnimmt? Nope. Ich glaube nicht. Plot Twist, ich habe sehr viel übersehen, was man stacken könnte. Und alle, die gerade zuschauen, schlagen sich. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Das klang sehr nach Creeper. Und alle, die gerade zuschauen, schlagen sich einfach nur mit der flachen Hand an den Schädel. So, sehr schön. Dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt natürlich einen Weg, ne? Dafür haben wir ja den Gravel gefarmt. Am besten direkt. Ah, erstmal muss ich hier ein bisschen freiräumen, ne? Also auf jeden Fall jetzt die Frage, mache ich den 3 Blöcke breit aus Gravel oder mache ich den irgendwie mit Cobblestones außenrum? Ich mache jetzt erstmal in die Mitte Gravel und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, hier so die Feldwege mache ich nur aus Gravel und also 3 Blöcke breit Gravel und die anderen da, die etwas hübscheren, die über weitere Distanz. Ich würde dann nämlich gern zum Beispiel einen Weg darüber ins andere Dorf bauen. Das wird dann natürlich ein bisschen ein größeres Projekt. Straßenbauarbeiten, Bielefeld Nord. Hupsa, nein, das will ich nicht. Da besteht natürlich immer die Gefahr, wenn ich mich mit Gravel verbaue, dass ich danach nur Flint rauskriege. Das wäre frustrierend. Weil es dann quasi ein Gravel verschwendet. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, unser Gravel wird gar nicht so lange halten. So, habe ich Half Slabs? Ja, habe ich. Denn dann würde ich hier ganz gern. Oder wie machen wir das denn? Dass ich hier jetzt so eine Brücke drüber baue. Oder. Ha. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, wie man vielleicht merken könnte. Ich glaube, ich mache hier eine kleine Weggabelung. Da würde ich aber ganz gern Steintreppen für benutzen. Für den Gravel, wenn ich da irgendwo runtergehe. Habe ich noch Cobblestone irgendwo? Sonst bräuchte ich den natürlich. Ich habe mich gerade irgendwie habe ich die Orientierung verloren. Da habe ich gerade eine Sekunde gebraucht. Wo bin ich? Was mache ich hier? Nein, aber ich habe noch Cobblestone-Treppen. Das ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. So, die packen wir dann 1, 2, 3. Doch, da mache ich hier, mache ich das zu. Und dann brauche ich gleich eine neue Schaufel. Dann machen wir hier einen schönen Weg entlang.
So. Hier kann ich ja einfach geradeaus. Da geht sie hin, unsere Schaufel. RIP. Ruhe in Frieden. Du hast uns treue Dienste geleistet. Du warst eine gute Schaufel. Viel besser als die Durchschnittsschaufel. Aber jetzt wirst du ersetzt von Schaufel 2. Warum auch immer ich den Weg hier so ein bisschen schief baue. Und ich einfach früher hier die Treppen hingesetzt habe. Aber Moment, das ist ja jetzt falsch, oder? Lass mich kurz was ausprobieren. Wenn ich das so mache, sieht es dann zu... Ja, doch, dann sieht es zu schmal aus. Ja, nee, passt schon. Wie ich das gemacht habe. Doch, so ist schon besser. Dann würde ich gerne mal schauen, wie ich das mache. Da würde ich gerne auch am Weg entlang diverse Laternen platzieren. Die Frage ist, ob ich damit warte, bis ich im Nether war und das dann aus den Glowstones mache oder ob ich das aus Fackeln mache oder... Das weiß ich auch noch nicht. Das sieht auch ein bisschen... Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich das außen doch aus Cobblestone. Dann brauchen wir halt Cobblestone, ne? Aber ich glaube, das sieht wesentlich besser aus. Doch. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es besser aussieht. Die Frage ist, wo kriegen wir den Cobblestone her? Habe ich? Ich habe eine Spitzhacke dabei. Dann kombinieren wir zwei Dinge, die ich eh schon tun wollte. Und gehen ein bisschen dahinter. Ich habe keine Fackeln dabei. Hier haben wir Kohle und Sticks, habe ich auch. Und da hinten Creeper, das rum. Ah, ich erinnere mich. Das war etwas, was existierte. Das geheime Erdlager und ein Kohleflöz. Was mich gerade wesentlich glücklicher macht tatsächlich. Dass wir die Schlucht halt gleich ein bisschen ausleuchten. Ist, glaube ich, verständlich. Hab ich... Nee, ich habe nur zwei Sticks. Dann bastel ich mir noch ein paar. Aber ich würde sagen, in die Schlucht gehen wir eh erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.